So, ich habe bei mir jetzt auch die Abstimmung wieder gestartet. Ja, die spielen schon. Bei mir ist noch, wie viele Sekunden? Bei mir sind es noch 30. 20 bei mir. C-Dur hat weiß. So, jetzt 4-4 steht's, Leute. Das würde mich beruhigen, wenn wir in Führung gehen würden. Oh, Londoner System. E6 ist so ein zurückhaltender Aufbau. Bei Londoner bin ich mir wenigstens, naja, bin ich mir überhaupt nicht sicher zu nix. Ja, aber er pre-moved die Züge schon mal nicht, der Weiße. Mein Tee ist nicht kalt. Wieso das denn? Schön warm. Das ist der schöne Tee, den ich letztes Mal schon hatte. Halsharmonie. So. Das ist so ein typischer Schema-Eröffnung, ne? Rentneraufbau, sagen wir auch dazu. Bloß nicht groß nachdenken, immer die gleichen Züge. Läufer D3, Springer BD2, H3. Immer das Gleiche. So, mein erster Messbecher ist alle. Ich habe mir zum Glück einen zweiten vorbereitet. Aber dein Eistee ist wahrscheinlich kalt, oder? Logischerweise, also du hast kein Eistee. Ja, Raumtemperatur. Bisschen kälter vielleicht. Hast du eigentlich Schule, Fritzi? Ja. Ja. Welche Klasse bist du? Deswegen 12. Zwölfte. Deswegen habe ich auch kein Homeschooling gerade, sondern richtig. Was richtig? Ich habe in der Schule Unterricht. Wirklich? Präsenzunterricht? Wo lebst du nochmal? Abschlussklasse. Abschlussklasse. Da ist ja überall eigentlich, Ach oder? so, okay. Abschlussklassen sind ausgenommen. Deswegen werde ich, denke ich, auch, wenn wir fertig sind mit dem Stream, dich dann raiden. Weil du Also, direkt wenn weitermachen ich. musst. Okay. Na, ich werde. Wenn wir, wie spät haben wir es? Wir haben es schon 21 oder 16. Na, dauert vielleicht bis 22 Uhr. Aber ich werde noch vielleicht noch ein bisschen zuschauen, aber ich würde nicht groß weiter was machen, deswegen. Du spielst ja noch gegen deine Subs. Ein bisschen, ja. Also gegen. Im Übrigen ist hier gerade so ein bisschen das Schema zu Ende gegangen bei Weiß, weil Dame C2 spielt man eigentlich nicht in solchen Stellungen. Eher Dame E2 mit der Idee E4. Aber H3 ist auch ein wichtiger Zug oder Springer E5 ist eigentlich ein wichtiger Zug. Dame C2, das ist jetzt so ein bisschen untypisch für London. So, bei mir wurde schon das zweite Mal im Stream die große Packung Pommes-Salz angefordert. Was mache ich jetzt eigentlich? Die habe ich schon stehen. Ich glaube, ich gebe Ihnen dem Kanal Punkte zurück. Gaming sagt, Fritzi, wenn du mal Hilfe brauchst im historischen Bereich, melde dich gerne. Da haben wir ein Ja, ich Studium. weiß, dass Gaming da Studiert er? tätig ist. Ja, der macht auch Lehramt für Sport und Geschichte. Ah, Sport und Geschichte, was für eine Kombi. Sport und du rauchst Gaming. Hallo? So, was ist hier los, Weiß? Du hast Londoner System nicht korrekt studiert. Das ist kein richtiger Aufbau hier. Springer H5 zum Beispiel wäre auch so ein Zug, den Läufer erstmal zu cachen. Ja, deswegen spielt man H3 in solchen Situationen. Ich spiele nie Londoner, Leute, habe aber so viele Ja, ich Partien auch nicht. Londoner System nachgespielt, dass ich ungefähr weiß, wo die Figuren Ja, ich habe ja hingehören. gegen, ich spiele ja gegen D4 hauptsächlich im Blitz auf C5, da ist ja Läufer F4 einfach nicht gut. Aber wird trotzdem ab und zu angewendet gegen mich. Sebastian, du hast nicht den Faden verloren. Du musst unbedingt, um das zu verbessern, musst du die Partien nachspielen. Guck dir mal an, wie Magnus Carlsen oder die Großmeister diese Struktur behandeln. Semi-Tarrasch. Einfach 100 Partien nachspielen innerhalb von einer Stunde, so ganz schnell am Computer und dann wirst du verstehen. Besseres Gefühl. Du hast nicht den Faden verloren, du wusstest nicht so richtig, du hast viel zu lange nachgedacht in einer Stellung, in der du noch verbessert standst. Und einfach normale Züge machen musst. Figuren ins Zentrum. Dann um den D-Bauer nach vorne, Freibauern auf der D-Linie, Klassiker. Stattdessen das versucht die Dame zu fangen. Ja, Springer E5. Schwarz darf nicht nehmen. Na, was macht er? Da hätte er schon D schlicht D5 machen können, oder? Das gibt's doch nicht. Also ich meine, Schwarz macht jetzt schon den Fehler Springer E5, D schlicht Ich D5. weiß nicht, die schlägt E5, vielleicht irgendwie Springer H5, König F8 und dann mit D4 Pläne, aber ich denke, der Bauer ist erstmal weg. Der H7 ist Also, einfach weg. ja, Ja. natürlich, aber mit D4 hat vielleicht Schwarz ein gewisses Gegenspiel, aber ich denke nicht, dass das irgendwie groß berechnet war. Jetzt ist aber auch der H7 weg, oder?
Wobei, aber jetzt König kann vielleicht nach E7 laufen und dann ist da Druck auf H2 auf alle Fälle. Ja, der Lauf, das ist jetzt ein bisschen eine Oh. schlechtere Version des Ganzen. Ja, mit G6, König G7 ist ja immer noch alles in Ordnung, aber. Ja gut, F4 ist hier stark. F4 gleich, Springer F3, Springer E5, 1-0. Ja, der Läufer auf B7 macht leider nicht mit. Alles gut, Luke 42, kein Problem. War ein harter Kampf. Du hättest auch zurück. Du hättest den B7 gewinnen können mit Turm B6 Schach, Turm A. Der Gegner hat das eingestellt gehabt. Na, hier vielleicht E5 als Idee, auch um F4 so ein bisschen entgegenzutreten. Ja, E5 ist, glaube ich, vernünftig hier. Ja. Vielleicht auch erst Einfach. auf C5 rausnehmen. D4 meinst du? Eher auf D4. Ja. Ja, aber dann nehme ich mit dem E-Bauern und habe die E-Linie. Besser ist, dem Gegner nicht die E-Linie zu geben. E5 ist stark, weil es dann hat Ja, Schwarz aber die E-Linie ist gar Kompensation. nicht so wichtig, oder? Ja. Doch, weil ich dann Schwerfiguren tauschen kann über die E-Linie. Na, ich muss ja nicht, also wenn auf E5 dann, okay, direkt E5, Ja, aber. E5 ist, das ist stark. Das, da hier hat Schwarz definitiv Kompensation. Weil der H sieht, der H-Bauer ist total irrelevant in der Stellung fast schon. Ja, ist vielleicht eher ein Vorteil für Schwarz, dass er da gar nicht mehr steht. Ja. Insbesondere im Blitzen. G6, König G7, Turm A. Was du gesagt hast. Ja, vielleicht auch wieder so ein eher verrückter Plan von mir, den König wirklich statt über H8, vielleicht also ein F8, E7 ist klar, vielleicht sogar einfach weiter wandern nach B8. Aber es sind natürlich auch viele Züge, die das verschlingt. Das ist lustig. Wusstest du eigentlich, dass heute der 21. Tag des 21. Jahres des 21. Jahrhunderts ist? Na, ich habe das Datum ja heute ab und zu auf Blätter schreiben müssen. Von daher ist mir das schon aufgefallen, aber 21. Jahrhundert ist, war mir nicht bewusst. Also. Tschüss, Luke. Ja, also die Genau. Stellung gefällt mir überhaupt nicht für Weißen. Ja, Und jetzt okay, kann ja auch der E. Läufer auf B7 halt aktiviert werden. Na, hier droht schon, du weißt schon, ne? Naja, droht einiges. Hier droht einiges. Ja. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie Weiß das, vernünftig abwehren will. Ja, das ist ein logischer Zug, aber mal schauen, was Schwarz, wie Schwarz jetzt darauf reagiert. Bin gespannt. Und Jakob, dir eine angenehme Nacht. Du hast ordentlich gespielt. Ja, aber die Zeit wird immer enger. Heute ist der internationale Tag der Jogginghose. Wirklich? Ich glaube, heute ist auch Tag des Umarms oder irgendwie sowas. Oder irgendwie so Knuddeln in der Richtung auf alle Fälle. Dame H6, okay. Interessant. Ja, jetzt hätte er vielleicht, ja, wieso nicht? Traut er sich zu opfern jetzt auf H3? Das ist hart, ne? Auf H3 zu opfern. Vielleicht geht's, ich kann es nicht so schnell rechnen, Leute. Hier, opfern und dann E5, D4, aber dann hat Weiß Läufer E4 immer, um den Läufer zu kontern. Die G5. E5. Interessanter Versuch. Finde ich echt gut sogar, wenn ich ehrlich bin. Vielleicht Dame C1? Ne, er nimmt F5, aber G4 sieht jetzt sehr gefährlich aus. Sollte doch die Figur Da fast schon, also viel, vielleicht vor jetzt noch allem mit. Nee, viel damit C1. zu schnell. Viel zu schnell wieder. Achso, ja, damit C1 ging im Bein fängt wegen Läufer F4 nicht. Ich hatte jetzt gedacht, vielleicht Ja, mit Dame ja. F4 die Figur opfern, Ja, aber. Moment. Es geht noch. Springer H2 wahrscheinlich. Weiß ich nicht. Ob ich dann vielleicht Läufer schlägt H2 und dann Turm schlägt? Wobei ein Läufer schlägt D5, kommt immer noch Läufer E4. Genau. Aber was mir nicht gefallen hat, ist, dass er da viel zu schnell auf D5 genommen hat, in so einer Oder nach Springer unglaublich. H2 direkt auf H3 nehmen. Ja, G3 ist die Idee natürlich, ne? Ja, ich würde nach Springer H2 Ach, du willst vielleicht. mit dem Turm nehmen. Ja, mit dem Turm nehmen. Ja, okay. Ja.
Gut, F4. Ja, er hat noch Turm Ja. D2, vielleicht auch, nee, dann Ja. kommt Turm G8, Turm und G2. Ja, das ist wahrscheinlich verloren einfach. Das ist natürlich auch sehr fahrlässig hier, ne? Ich meine, in der Stellung, ohne nachzudenken, ED5. Einfach komplett ignorieren, dass der Gegner G4 droht hier, ne? So eine Mega-Drohung. Nach E4 wurde bei mir im Chat geschrieben, Läufer schlägt H2, gefolgt von Dame H4. Ja, das habe ich ja auch im Kopf Ja. gehabt, aber da kommt F3 noch. Und dann geht es vielleicht noch. Turm schlägt da 3, macht er tatsächlich. Wow. Ja, wir müssen aufpassen mit der Zeit. Wow. Es droht matt. Er muss F4 machen hier. Was sonst? Einziger Zug, es gibt keinen anderen. Aber das wird nicht reichen. Ja, doch, Moment. Ja, Moment, F4, mach doch F4. Was willst du denn machen? Ist rot matt. Er nimmt Springer F3. Ist das dann schon matt? Ich sehe das matt noch nicht gerade. Vielleicht Dame G3 und dann Turm G8 Turm gefolgt. G8 erstmal, ne? Aber dann habe ich Tor Dame C2. Was ist das denn? Oh Gott, nein, was Vielleicht ist denn hat für F4 eins? einfach übersehen, aber jetzt. Ja, gut, das ist Ja, Standard matt. mit Läufer schlagen, sehr gut. Das ist nicht sein Ernst, ey. Das ist doch ein Standard-Matt. Und ja. Weil das ist Stattmethode Stufe 2 bis Stufe 3. Das ist ein Matt, dass man. Ja, Weiß hat zu. Manchmal an manchen Stellen einfach viel zu schnell gespielt. Einfach so innerhalb von Pam. An der Stelle hier. Springer schlägt F5, großer Fehler von Schwarz. Einfach mit dem Bauern nehmen. Den Springer angreifen. Und danach auf H7 schlagen. Das ist eine deutlich bessere Version als das, was in der Partie kam. Und danach einfach irgendwie komplett naiv am Königsflügel sich überrennen lassen.